Hallo auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute bin ich unterwegs wieder, aber mit unseren Gästen vom Bungalow haben wir einen kleinen Ausflug und gehen was Schönes essen. Wir sind jetzt hier im Himmel. Das ist eine kleine Organic Farm. Was heißt, so klein ist es, glaube ich, gar nicht. Aber ich zeige euch mal ein paar Bilder. Ist echt schön. Hier kann man auch ganz gut essen. Wir haben hier schon mal gegessen. Ganz toll. Dann gibt es hier verschiedene Sachen. Kann man auf dem See was tun und so weiter, schwimmen gehen und und. Aber lasst euch mal überraschen. Ich zeige euch dann auch, wo es ist. Ist nicht weit weg von Khao Lak Richtung Phuket. Vielleicht kann man das dann erkennen, die Seite. Und ansonsten mache ich es unten rein in die Videobeschreibung. Da ist mal wieder ein Link. Da könnt ihr dann schauen. Er hat ein Haus hingebaut, das sieht aus wie ein Boot irgendwie. Und irgendwie hat er sogar einen Schulbus hier stehen, auch nicht schlecht. Auch ganz toll hier hinten dran direkt, ein Fluss. Ich weiß gar nicht, ob das mal ein grober Seitearm ist vom Meer unten, aber ich glaube, dazu sind wir zu weit weg. Jetzt muss ich hier mal am Boot vorbeilaufen, bevor ich sehe, da läuft Wasser rein oder auch Kinderschreie gehört. Irgendwie den Wasser spielen oder nicht. Mal schauen. Ach nee. Der pumpt halt einfach frisches Wasser hier rein. Ah ja, der wird aus dem Seitenarm, wo wir vor eben waren, wird er halt Wasser raufpumpen. Aber da gibt es ganz tolle Ecken. Ich denke, wenn du fragst, kriegst du bestimmt hier auch eine Bewertung auf dem See. Wir haben jetzt im Restaurant vorhin schon unser Essen bestellt. Und also da isst man auch wirklich gut. Also wir haben hier schon mal gegessen und es war wirklich eine gute Küche. Daher bin ich überzeugt, dann werden wir heute auch wieder gut essen. Ist auch so ein bisschen typischer Thai, das Ganze. Weniger für Touristen. Ich glaube schon, dass sie hier auch Touristen haben, weil der hat hier die Bungalows. Ich zeige es euch gleich über einen anderen See. Mehrere Seen auf seinem Grundstück. Zeige ich das mal. Da gibt es so, wie sagt man denn, was ist denn das zum Spielen auf dem Wasser, Subboard und so. Hat er vorhin auch schon zu mir gesagt, ich habe ja gefragt, ob ich filmen kann. Ja, ich kann auch mit dem Subboard nachher noch rumfahren. Ja, da hat er irgendwelche Spielereien. Ah, der See ist schon nicht klein. Ja, da hinten dran ist nochmal Scambi Farm und. Also das Ganze ist schon recht groß. Hier sind die Bungalows auf der rechten Seite. Wenn man jetzt hier durchschaut, ist tatsächlich eine Insel und dann auch ein Gebäude. Ich glaube, das kann man mieten, aber ich muss erst fragen, ob das vermietet ist oder nicht. Dann kann ich da später hinlaufen und euch das zeigen. Ich finde es cool. Und das machen wir natürlich auch noch. So, jetzt erstmal ab ins Restaurant. Auch sehr schön da drin. Und irgendwie, ja. Mit Chinese Table, also wenn man oben sitzen möchte, kann man das tun. Und hier die Tür, ist so eine Drehtür. Auch echt witzig, der Eingang schön gemacht, schön gestaltet. Und im Moment sind wir die einzigen Gäste. Hier der Mann, der da sitzt und telefoniert, der Chef. Ja, und wir. So, jetzt laufen wir mal den Weg hin. Ich habe gerade gefragt, ob da jemand drin ist, ob es vermietet ist im Moment. Er meint, nein, wenn denn, dann wohnt er da drin. Zurzeit. Und also kann man hingehen.
zeige ich euch jetzt. Ich meine, ist schon ein bisschen zu laufen. Und wir haben jetzt Mittagszeit, ist doch schon recht warm. Und man sieht es ja auch hier, überall ist ziemlich trocken. Kommen wir erstmal an den Bungalow vorbei, die man auch so mieten kann. Und dann eben die Sicht auf den See raus. So, hier sind wir jetzt an dem Häuschen, das eine Brücke hat und mit einer Insel verbunden ist. Das hat mich das letzte Mal schon begeistert, als ich hier war. Da stehen auch ein paar leere Flaschen Bier. Ich glaube, hier wird schon alles ganz schön gefeiert. Das ist sowas von cool. Hier unten Küche, gibt's die Treppe rauf. Abgefahren. Und dann hast du hier die Feierinsel. Partyinsel. Geil. Ah, und hier hast du das Subboard. Kannst schön, ja, guter Steg. Man müsste wieder ein bisschen was machen. Aber ich denke, das ist halt das Problem. Der ist so groß und. Wow, was ein fetter Waran. Ich guck mal, ob ich den auf Kamera kriege. Allerlei, was ein dickes Ding. Kann man das sehen? Sieht aus wie ein Krokodil, das Teil. Aber gut, die haben ja zum Glück meistens mehr Angst vor uns, als wir vor denen. Von daher, wow, das war ein dickes Teil, allerlei. Aber die ist doch cool hier. Da Insel, kannst feiern, kannst ein Zeug machen. Bist an der Natur. Ganz toll. Aber das mit dem Subboard muss ich mir noch mal überlegen, wenn da so Viecher drin rumschwimmen. Aber cool. So, aber jetzt gehe ich erstmal vor wieder ins Restaurant. Ich denke mal, unser Essen dürfte da sein, bevor alle das weggegessen haben und ich nichts kriege. Hey, cool. Schön, ich hoffe, ich kann euch motivieren mit so einem Video auch mal was anderes zu machen, rauszugehen, vielleicht eine Nacht hier zu verbringen oder wo auch immer. Es muss ja nicht immer das ganz Spektakuläre sein. Also ich finde sowas viel schöner tatsächlich. Ja, was Außergewöhnliches ein bisschen, echt schön. Kann man, glaube ich, wirklich gute Nacht verbringen. Und wenn man da mit 2, 3, 4 Leuten da ist und ein bisschen Party machen möchte, geht das auch gut. So, jetzt wird's ernst. Schwimmen gehen nach dem Essen. Oh, man hätte vielleicht noch warten sollen. Aber ich glaube, das geht. Ich gehe mal rüber, ich weiß noch nicht, ob ich das hier nur mache oder dann tatsächlich das Sub auch herhole. Ich glaube Sub auch. Gucken, wie wir hier runterkommen. Allerle. Mancher so sollte man da drauf stehen. Ich weiß nicht. Ui. Das glaube ich nicht. Das muss ein bisschen. Ui. Oh. Kann ich ja mitnehmen. Ha? Wow. Mach das doch. Nee, Rübe, lass die Finger weg, Britta. Muss erst mal. Oh. Ah, das ist ja cool. Boah, das geht ja flott.
So, jetzt nach dem Badespaß wieder auf der Insel. Und klar, ich habe mir jetzt gerade unterhalten mit Olaf und Katrin und Andi. Und haben wir hier was gesehen. Habt ihr vergessen, könnte ich euch auch erklären. Machen wir mal geschwind. Und zwar Cashewnüsse. Wie die denn aussehen, wie die verarbeitet werden, kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen und sagen. Sagen eventuell, aber zeigen nicht. Aber den Cashewnussbaum und wie die Früchte denn überhaupt aussehen. Vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Und zwar sind es wie so Äpfel. Und das kleine unten drunter ist dann die Nuss. Und das sind die Bäume. Und hier kann ich es euch zeigen, die fallen alle auf den Boden. Hier liegt echt viel rum. Gehen wir mal ran an eine, die noch okay aussieht. Das ist die hier, genau. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Das unten drunter ist wie so ein Apfel. Und oben drüber ist die Cashewnuss. Die wird dann geröstet und dann aus dem Teil rausgemacht. Aber das ist definitiv Cashewnut. So, ab dem Moment hat mich dann leider mein Ton verlassen, weiß nicht warum. Aber hier erkläre ich dann noch, dass man aus dem Apfel unter der Cashewnut tatsächlich auch noch einen Most machen kann. Hat uns der Besitzer dann auch noch zu trinken gegeben. War relativ lecker. Bisschen bitter, aber auch sehr süß. War echt cool, coole Aktion. Wir haben dann auch noch ein bisschen weiter gefeiert. Muss das jetzt noch ein bisschen verkürzen, weil wie man jetzt sieht, ich spreche halt und dann war kein Ton mehr da. Und von daher habe ich euch das noch kurz erzählt, wie toll, dass ich das fand. Und dass für euch jetzt hier Feierabend ist, wir hier noch ein bisschen feiern werden. Und war wirklich noch eine lustige Zeit. Wir konnten da auch noch eine ganze Ecke in diesem Häuschen sitzen. Der Betreiber oder der Besitzer von dem Häuschen saß dann auch noch mit uns da. Und ich erkläre dann jetzt, für euch ist hier Schluss, aber wir werden noch ein bisschen weiter feiern. Habe wahrscheinlich auch noch ein bisschen was über die Bäume erzählt, aber okay, das war's dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch da lasst und vielleicht ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Also bis bald in Thailand. Tschüss. Ja, jetzt alle winken. Okay, you say also bye bye. Okay, bye bye. Thank you.